Hallo aus dem Porträtprofi-Studio. Heute mal wieder vom bequemen Sofa aus. Ich habe hier nämlich einige Dinge liegen, die ich noch zeigen möchte. Ja, man lernt nie aus. Vielleicht kann der ein oder andere sich noch daran erinnern, in einem meiner letzten Videos habe ich die externen Festplatten, wie diese hier, empfohlen, um Daten, um Fotos darauf zu sichern. Stichwort Backup, Datensicherung. Habe ich teilweise auch so gemacht und bei der letzten Backup oder bei einer meiner letzten Backup-Aktionen ist mir dann eine solche Festplatte vom Computer gefallen, ungefähr 40, 30 cm auf den Boden aufgeschlagen. Ja, und das war's dann eben. Das sieht jetzt so aus. Das ist meine Datensicherungsfestplatte und der ganze andere Müll ist dann dieses hier gewesen. Ich weiß nicht, ob man das einigermaßen erkennen kann. Ja, da ist noch hoppala, der Schreiblesekopf, auch sehr schön. Naja, alles Müll, Daten futsch. Oh. Ja, was lernen wir daraus? Zum ersten Mal nicht so deppert sein und gegen den Rechner stoßen, auf dem eine Festplatte liegt, die dann herunterfallen kann. Okay, aber viel wichtiger, es gibt sogenannte SSD-Festplatten. Das sind Festplatten, in denen sich nichts mehr bewegt, also in denen keinerlei mechanische Teile wie Motoren, diese magnetgesteuerten Schreibleseköpfe sind, sondern hier werden die Daten ganz einfach in Speicherchips gebrannt praktisch. Und diese SSD-Festplatten sind natürlich unempfindlich gegenüber Stürzen oder Stößen. Dreht sich auch nichts drin, kann ja nichts groß kaputt gehen. Nachteil, diese externen SSD-Festplatten sind in der Regel recht teuer. Aber da gibt es einen kleinen Kniff. Und zwar habe ich mir eine interne SSD-Platte besorgt. Die bekomme ich für ungefähr um die 100 Euro einen Terabyte Speicherplatz. Und wenn ich mir dann noch ein entsprechendes Adaptergehäuse für 2,5 Zoll interne SSD-Festplatten zulege, ungefähr 10 Euro, kann ich mir, indem ich die Karte da reinschiebe, so, zack, eine externe SSD-Festplatte daraus basteln. Die wird dann hier per USB-Kabel ganz einfach an den Computer angeschlossen und wenn die mir dann mal auf den Boden fällt oder sonst runterfällt, dann sind nicht direkt meine Daten alle futsch. Eine weitere Möglichkeit, meine Daten sicher zu speichern, ist dieses Taschentuch. Okay, ist diese Festplatte. Auch eine externe SSD-Festplatte, nur eben wesentlich kleiner, kompakter als die üblichen Platten, wird per USB ganz normal auch mit dem Computer verbunden und hat den enormen Vorteil, dass diese kleine Platte hardware-kodiert ist. Das heißt, ich komme nur mit einem Passwort an meine Daten. Kann ja auch nicht schaden. Kostenpunkt ebenfalls um die 100 Euro, allerdings dann für ein halbes Terabyte und nicht für ein ganzes Terabyte wie bei den größeren Platten. Aber dennoch denke ich, ist das in der Regel vollkommen ausreichend. Egal wie man sich entscheidet, ob die klassische externe Festplatte oder eine SSD-externe Festplatte, wichtig ist und bleibt auf jeden Fall an die Datensicherung bzw. ans Backup denken. Zum Glück hatte ich sogar von meinem Backup nochmals ein Backup, sodass, naja, es nicht ganz so schlimm war, dass die Platte eben ihren Geist aufgegeben hat.